So. Eine Engelsstatue. Oh ja, ich weiß, wo ich die hin tue. Ah. Geht nie dahin, wo ich sie hin haben will. Alter. Was ist das denn für ein Vieh? Okay, wo mache ich die Barren rein? Bei unseren Achso, ganzen anderen okay. Ores kannst du die mit Wir haben nur reinschmeißen. 71. Wir haben noch 71 Crimtain-Barren. Ja, ein bisschen viel übrig geblieben jetzt, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich auch irgendwo von mal verzählt. Wahrscheinlich. Warum hast du die Tür mal wieder zu? Ich weiß nicht. Sie irritiert voll. Keine Ahnung, ich tue jetzt einfach mal das. Wir haben noch 99 Torches. Sehr gut. Ach so. Das willst du noch eigentlich noch haben von mir, deswegen läufst du mir hinterher. Du hast gerade die Spitzhacke bekommen. What? Ein Spitzhacke. Ach so. Deathbringer. Ja, Deathbringer Pickaxe. Der war ganz schön schnell, ey. Dann Boah, ganz Hellstorm böse. abbauen. So, was steht jetzt an? Gute Frage. Wir hatten doch vorhin. Nee, wir haben ja schon beides erledigt. Wir könnten jetzt Richtung Dschungel gehen. Ach, Könnten. Plantera besiegen. Nee, da gibt es erst einen Hard Mode. Da hast du das verwechselt. Stimmt ja. Ja. Soll ich mir die Den ganzen würden wir auch nicht Bomben. schaffen, glaube ich. Sehr wahrscheinlich, weil im Hard Mode, die wir die einfachen vier werden schon nicht schaffen. Oh ja. Nee, also wir könnten Richtung Dschungel, denke ich, gehen. Okay. Vielleicht ist der Dschungel rechts oder links? Hast du eine Ahnung? Ich tippe Nein. ja auf links. Ich gehe Ich mal auf auch. links. Weil nach rechts bin ich vorhin schon so weit gelaufen. Aber da kam auch kein Dungeon. Haben wir eine große Welt genommen? Das ist natürlich doof. Weiß gar nicht. Ach ja, wenn man eine ganze Weile da Aufnahmepause macht, ist schon schrecklich. Ja, gerade bei so einem Spiel. Ja. Wo waren wir eigentlich? Wo waren wir? Ach so, wir haben bloß auf einer Seite die Luft abgesucht. Wir könnten auch nach links noch die ganzen Luftinseln suchen. Könnten wir tun, ja. Oh. Ah, jetzt finden wir wahrscheinlich noch mal gleich den Meteorit, der hier irgendwo noch gelandet ist. Meinst du noch einen zweiten? Oh. Ja. Hier habe ich erstmal den großen Baum. Ziemlich erstmal oben rauf rumklettere. Haha, tot. Au. Ah, da war 160 Schaden. Die hätte ich nie nehmen müssen. Das war dumm. What? Was macht 160 Schaden? Ich bin vom Baum gefallen. Oh. Au. Blöder Rabe. Die gibt's auch bloß zu. Oh, Ja, so viel zu siehste. Meteoriten. Au. Muss aufpassen, ohne dir war gerade was. Ich spring jetzt Oh, hier einfach echt? mal rüber. Ja. Wir brauchen den nicht nochmal hier. Hier ist noch die andere Crimson, also wenn wir noch ein paar Crimson-Leute beschwören wollen. Stimmt, das war die Crimson mit Dingens in der Wüste. Ach, Crimson mit der Wüste, okay. Also mit Eis haben wir jetzt mit der Wüste. Wir mixen mal wild. Ja, genau.
Geh weg, blödes Face-Monster. Nee, hier ist der Dschungel. Wir haben sogar direkt gefunden. Sehr gut. Ein Wunder. Moonglow Seeds. Aber hier ist nicht der Eingang, wo ich rein bin. Wir müssen hier noch drüber. Aber Mahagoni sollte man vielleicht mitnehmen. Yeah, was schön ist. Ja, weil daraus ein Piano bauen kannst oder irgend sowas. Pass auf, da kommt ein Vieh vom Dschungel dir an. Ja, ja, ich sehe es. Wuhu! Schon erwähnt, dass auch Schleims hier deutlich stärker sind. Schleims sind stärker? Ja. Das sind Dschungel-Slimes. Okay. Die sind hier stärker. Na gut, die sehen nicht wirklich anders aus. Nö, die sind einfach nur ein bisschen grüner. Aber die haben solche mehr Leben. Hab ich gerade gemerkt. Da fliegt jetzt rein. Huch. Oder auch nicht. Glowsticks. Habe ich keine. Kein Hook mehr dabei, oder was? Doch. Bis sie jetzt runterbuddeln dort. Eigentlich gab es bei mir immer einen direkten Eingang. Echt? Okay. Wusste ich nicht. In den Untergrunddschungel gab es bei mir. Hier drüben vielleicht, da geht es so tief runter. Das sieht doch gut aus. So tief, dass hier runter geht. Nee. Wollen wir nicht. Da drüben geht's noch rein. Riesige Höhle, ey. Geht sogar noch weiter. Diese. Ja, diese blöde Fledermaus. Trifft man so schlecht. Als Fernkämpfer ja. Als Nahkämpfer ist das relativ einfach. Au. Pass auf, hier gibt's Stacheln. Alter. Und Fledermäuse. Hier drüben geht's nicht weiter. Huch. Aber hier sieht's ganz gut aus. Au, oh, der Fledermaus und so. Ja, Piranhas gibt's ja auch, stimmt. Hier geht's auch noch weiter. Du musst auf dein Leben aufpassen, nur so. Oh, dankeschön. Da wäre ich gerade bei Skype angeschrieben. Ich hätte vielleicht doch bei Skype offline gehen sollen. Ich wurde vorhin auch angerufen, hab's einfach gekonnt ignoriert und mich auf beschäftigt geschaltet. Soll ich das auch mal kurz machen? Skype. Ah, Skype. Beschäftigt. Ja, ja. Warnung, bla bla bla. Bin beschäftigt. So. Fang dich wieder, dankeschön. Oh, das ist ein Herz. Brauchst du noch ein paar Herzen? Ah, ja. Getroffen. Hast du das Herz auch direkt benutzt? Ein Monster. Oh. Oh, das Monster. Jetzt brauche ich, brauche deinen Fernkampf. Oh. Weil ich kann die Viecher schlecht angreifen. Wow. Ja, genau. Oh, oh. Alter, das war gerade richtig knapp. Aber richtig knapp. Da kam so viel von oben. Tut mir leid. Wuh. Ich sehe es. Da ist eine goldene Truhe links. Können wir gucken, was drin ist. Hier sind Schuhspikes drin. Oh mein Gott! Alter! Gold brauchen wir nicht mehr.
glaube ich zumindest. Können die ihren Stachel verschießen? Ja, die schießen mit Stacheln um sich. Alter. Ich habe da drüben was Schönes. Ich habe ein Dschungeldingens gefunden. Ein Dschungel. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Übrigens brauchen wir diese Grassamen, die von diesen leuchtenden Teilen beim im Dschungel. Und wo greifen die überhaupt alle an? Ja, das denke ich mir auch gerade. Alter. Uncool. Ich habe was gekriegt, weil mein Movement Speed erhöht. Aua, 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 aua. Ich brauchte mal eine Fernkampfwaffe. Und ich sollte nicht in die Fallen laufen. Oh, noch eine goldene Kiste. Also goldene Kisten finde ich jede Menge. Ich glaube, ich habe auch noch mal eine. Regenerationsband. Ja. Yay. Und Schränke. Ja, wenn du irgendwo diese... Es sind sogar zwei. Cool. Huch. Ich hab... Eine Spelunker-Potion. Nochmal. Nochmal eine Cloud in der Bottle, die ist noch mit Schutz. Ach, die kann man später noch weiter vercraften, das ist nicht so schlimm. Man muss nur ein paar Ballons finden. Au! Au! Geht's noch? Wo bist du denn her? Alter, ich... Au. Alter Schwede, das tut weh. Ja, Dschungel ist ein bisschen härter nochmal. Ein bisschen Wasser ablaufen lassen. Oh, ich habe den Hardmode-Bereich des Dschungels gefunden. Okay, warte, ich komme. Ich komme endlich zu dir. Wo bist denn du? Hier. Oh, hallo. Was hast du denn alles gefunden, ey? Nur eine Cloud in der Bottle und dieses... Alter. Die lassen aber auch hier diese Stinger fallen. Die brauchen wir auch noch, die Stinger. Für den Dschungel, das Dschungel-Set. Und diese leuchtenden Dinger hier neben mir links. Ey, blöde. Wieder das da drin ist Hard Mode. Normalerweise. Also oben drauf nicht, aber da drin hier, was wir links haben. Warum geht's hier rein? Das irritiert mich gerade. Wie gesagt, das ist eigentlich Hard Mode, was hier ist. Warum geht's hier rein? What the fuck? Das ist irgendwo ein Auslöser. Uncool. Uncool. Ist das eine Truhe? Ja, Lizard Power Cell. Used on a Lizard Altar. What the fuck? Da ist der Auslöser, ich sehe ihn. Ja, ich mach ihn weg. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Alter. Ich auch nicht. Boah, Junge. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich weiter will. Da hinten sind diese komischen Viecher. Naja, ich habe meine Hunter Potion genommen. Ich glaube, das können wir nicht mehr aufmachen. Au. Oh. Da war noch so ein Ding. Da ist noch so ein Teil. Ja, aber das Ding können wir nicht mehr aufmachen. Das sind die Lizards, genau. Das ist ein Hard Mode dann auf jeden Fall. Oh, Junge. Aua, 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 aua. Da habe ich echt schön gedacht, das wäre jetzt voll vorbei. Ja. What the fuck? Wie hat das Ding ja nie offen gesehen? Sonst hast du keine Kiste normalerweise vor dem Kram. Ich hab's bloß immer geschlossen gelebt. Ich glaube, da unten geht's noch weiter. Da rechts ist eine goldene Truhe. Ja.
sehe das, weil da ein Piranha ist. Ich habe so eine Hunter Potion genommen, wo ich die Gegner sehe. Achso. Blödes Mist, ich geh weg. Boah! Okay. Irgendwie ist da. Lol. Du hast ein paar Fackeln gesetzt, würde ich sagen. Ein paar viele. Ich wollte eigentlich gar keine Fackeln setzen. Au. Wo bin ich jetzt so schnell hingeflogen? Achso, ich habe auch die Beschleunigung, wenn ich getroffen werde. Ha, deswegen laufe ich so schnell. Ich wundere mich gerade. Und, was ist drin? Achtung. Eine Flare Gun. Sehr gut. Die ist lustig. Dazu ist übrigens ein Leben. Haben, ist noch drin. Ich werde nicht, ich habe glaube ich auch keinen Platz. Ich habe auch keinen Platz mehr. Warte. Oh das ja, ich sehe es. Kann das auch schon mal so. Hier ist was wieder bewegt Silt. Sich da? Ach, da ist halt so ein Man-Eater. Ja, da drüben geht's auch noch weiter. Silt-Blöcke. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr. Überlege ich mir gerade so. Da ist noch eine goldene Truhe über uns. Oder hast du die schon? Nee. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Weil wieder auch einfach keine Ahnung, irgendwas anderes Nützliches drin ist. Können wir mal hier nachgucken. Bumerang. Gott, ey. Und eine Gravitation Potion. Ja, das geht sogar noch. Oh, kein Goldbrick. Den Bumerang nehme ich mit, wie gesagt, da kann man später noch was draus bauen, was cool ist. Das Gefühl, ich verliere gleich Leben. Ich will den Jester Arrow Gun mitnehmen. Au! Blödes Vieh. Perfekt. Ich will eigentlich beides mitnehmen, sowohl die Potion als auch Lizard Chest, Invisibility Potion, Gold Bar. Lizard Power Cell, ey, ehrlich. Jungle also ich habe hier Water Walking Boots gefunden. Die sind cool, die kannst du später zu Lava Walking Boots ausbauen. Okay. Die sind echt nützlich. Ach, Alex. Ups. Wo ist denn Waterwalking? Kann man nur so blöd sein. Ehrlich, ich habe ja Waterwalking Boots gefunden. Mir ist gerade eingefallen, eigentlich ist das bloß ein Unterwasser-Chest. Und da war er schon tot. Kann man nur so blöd sein. Das wir müssen die Tradition fortsetzen. Ey, echt. Das finde ich jetzt echt nicht mehr witzig. Ich kann aber gerade nichts machen, mein Notar ist eigentlich ziemlich voll. Ja. Ich versuche zu dir zu gelangen. Kannst du vielleicht ein paar Sachen nehmen aus den Sachen, die wir vielleicht vorher hatten? Ich weiß nicht, ob du alle weggeschmissen hast oder so. Nee, habe ich aufgeräumt. Also zumindest sozusagen das vorige Equip würde ich immer aufheben, gerade im Medicore, damit du wieder dein Zeug holen kannst, halbwegs sicher. Mhm. Ups. Blödes Vieh. Perfekt. Lol.
Perfekt. Nein, nicht sterben! Jetzt hör auf zu krepieren! Was? Perfekt? Ich bin überhaupt nicht tot. Nein, ich. Ich renne mit 5 HP durch die Gegend. Nein, geh weg. Geht weg. Ach, du musst ja durch die... Ja. Ich weiß nicht, ich kann ja versuchen, irgendwie... Oder ich liefere das Zeug ab und lauf nochmal hierher. Oh, und versuche dann das Zeug zu holen. Keine Chance. Nein. Ja. Auf Ansage. Nee, durch die Crimson komme ich nicht durch. Dann komme ich erstmal zurück, würde ich sagen, und dann versuche ich mal zurückzukommen. Und das Zeug zu holen. Quickstack. Ich packe mal irgendwo alles hier hin. Ich habe noch so eine schöne Kiste. Eine Kiste für unsere Dschungel-Items, guck mal. Die Unterwasserkiste kannst du dann auch gleich mitnehmen. Oh Gott, ey! Toll. Katzenohren. Das brauche ich vielleicht mal, das ist ein Fernkampf. Das brauche ich generell nicht. Komischen Stab. Wo sind denn die? Kann sein, du gerade in der Truhe mit den Tränken bist. Nein. Nicht? Ach so, nee. Hä? Ach, hier sind nur Tränke. Sehr gut. So, wo sind unsere blöden Goldtruhen jetzt? Wahrscheinlich beim Baumaterial. Wäre naheliegend. Nein, dann tue ich sie da rein. So. Ja. Stinger. Jungle Spore Seeds. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf, damit ich weiß, wann ich gestorben bin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, kurz unter 2 Stunden. Wenn mich nicht alles täuscht. Nehmen wir auf. Musketenschüsse brauche ich nicht mehr. Blöde Flairgun. Ein Shackle, Band of Regeneration. Was mein Lizard Power Cell? Das ist wahrscheinlich wirklich erst Hard Mode, vermute ich mal. Weiß ich nicht. Haben wir unser erstes Spelunker Potion bekommen? Wenn das was sagt.